mal von vorne. Ey, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ah, hübsch. Sieht das gut aus? Ja. Sieht man mich überhaupt? Nein, nur deine Nase und dein Mund. Ja, Leute, was geht? Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Essens-Vlog. Ich muss erstmal sagen, die letzten Tage waren wirklich sehr anstrengend. Gamescom-Party, noch eine Party und ich habe Augenringe, oder? Das sieht man voll, ne? Umsonst essen, umsonst trinken, scheiß Leben. Ich bin auch wirklich noch fertig. Trotzdem, machen wir jetzt das Video. Und zwar habe ich euch letztens mal gefragt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr in Zukunft noch haben wollt für Videos mit Essen. Und ein Kommentar war, teste doch einfach mal das teuerste Restaurant in Köln. Und ich habe mir gedacht, okay, am Anfang fand ich den Kommentar nicht so geil, aber das machen wir heute. Also eigentlich ist er doch cool. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe sehr oft essen und habe auch so in Köln viele Stammlokale, sage ich mal, wo ich das ein oder andere Mal dann doch einkehre. Du hast höchstens eins und das ist ein Restaurant, aber das ist halt so ein ganz normales und nichts, das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro kostet oder so, sondern halt so 10, 12. Natürlich war ich auch schon mal Steak essen für 25 Euro oder so, aber noch nichts, wo man gesagt hat, okay, das hat jetzt wirklich extrem viel Geld gekostet, also so gehobene Küche nennt sich das ja. Ich habe schon mal ziemlich viel geguckt, teuerstes Restaurant in Köln, Gourmet-Restaurants in Köln, die 10 besten Restaurants in Köln. Das Problem ist bei der ersten Quelle, das ist halt irgendwie schon geschlossen. Und Gourmet-Restaurant in Köln, Fine Dining, schick essen gehen in Kölns guten Restaurants. Ja, und zwar verbirgt sich dahinter ein Restaurant, regionales und mediterranes, gehobene Küche. Was ist? Ich habe gerade so eine Speisekarte gelesen, da steht einfach Herz, Leber und Niere vom Eifeler Lamm. Das ist gehobene Küche. Wir gehen jetzt hier mal auf die Speisekarte von dem Ding. Was gibt's da so leckeres? Kalte Suppe, Salate, ich glaube ich nehme auch einen Salat und vegetarisch, Risotto, Rotbarschfilet, wer auf Fisch steht, Kalbszunge in Schnittlauchsoße. Bratene Blutwurst, karamellisierte Äpfel und Zwiebeln auf Kartoffeln. Gibt es ja auch Entenleber? Nee, die habe ich irgendwo anders gesehen. Hier gibt es auch irgendwie so, keine Ahnung, was das sein soll. Pizza mit Eis dran. Das ist irgendeine Nachspeise, bestimmt was mit Erdbeer oder so. Weil daneben ist doch ein Eis, oder? Ja, und das ist aber eine Pizza. Naja, also wir fahren da jetzt einfach mal hin, mal gucken, wie teuer es im Endeffekt wird. Und natürlich muss das jetzt nicht heißen, dass es wirklich das teuerste Restaurant in ganz Köln ist. Es gibt bestimmt noch irgendwo eins, das teurer ist, aber ich habe jetzt... Oh, hier gibt's doch Nudeln. Ja, schön, aber ich habe jetzt das halt gefunden. Und da fahren wir hin. Wollte ich nur kurz klarstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eins kennt, was noch teurer ist, schreibt gerne in die Kommentare. Aber für mich wäre das jetzt das teuerste halt so. Und was aber auch noch ganz wichtig ist, ich sehe gerade aus wie so ein... Wie du immer aussiehst. Ich habe in meinem Schrank zwar auch so, keine Ahnung, 8 normale Hosen, aber das meiste ist eigentlich Jogginghose. Und deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal um. Bumm. So, Outfit Change in 3, 2, 1. So Leute, jetzt geht's ab in Ferrari und los zum Restaurant, oder? Ich habe jetzt gerade sogar noch da angerufen und einen Tisch bestellt, um sicher zu gehen, dass wir auch einen Tisch kriegen. Natürlich kann ich gleich nicht mehr mit der Kamera filmen, sondern so heimlich mit Handy versuche ich zumindest. Also, ist egal, was für ein Tier. Doch? Ein Leopard. Ja, wie ein Gepard. Leopard. Nur, dass der viel schneller ist als du. Leopard. Ach so, genau. Wir sind, glaube ich, sogar ein bisschen früh dran. Auf jeden Fall hat die Kamera leider nicht mehr viel Akku, nur noch 10%. Und ich will jetzt natürlich auch nicht den Namen von diesem Ding sagen, weil, keine Ahnung, man weiß ja nie, ob ich das so gut finde. Und ich zensiere das so gut es geht irgendwie. Deswegen wundert euch nicht. Aber ich habe echt Hunger und ich hast du mal die Speisekarte gecheckt? Ja. Und wie teuer? Was kostet der Spaß? Oh, das weiß ich jetzt aber leider nicht. Das stand da wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das ist meistens so, glaube ich, in so teuren Sachen, wenn du da... ich war schon ewig nicht mehr mit Hemd unterwegs. Wenn du irgendwo richtig so, wirklich richtig krass teuer essen gehst, da steht da kein Preis dran. Glaube ich. Hä, als ob. Naja, wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis gleich. So, wir sind jetzt fast da. Ich habe zum Glück einen Parkplatz gefunden. Ich lasse diese Brille aber im Auto, sonst raff ich. Also wir switchen aufs Handy und sehen uns in einer Stunde oder so wieder. Mal gucken, ob es lecker wird. Vor allem, wie teuer wird's. Schreibt mal genau jetzt in die Kommentare, was tippt ihr. Ich sage für uns beide zusammen, weil du jetzt nicht so viel essen willst wie ich, 50, 60 Euro mindestens, oder? Mhm. Ja. Mal sehen. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen nachzudokumentieren. Also hier gehen wir hin, jetzt waren wir schon drin. Ich habe mich hingesetzt, wir waren die einzigen am Anfang und da waren einfach alles voll mit Kellnern.
die uns ein bisschen dumm angeguckt haben. Ich habe auch immer so einen leichten Stimmverzerrer reingelegt. Ja, dann habe ich mir mein Essen ausgesucht. Dann haben wir Vorspeisen gekriegt. Ja, da kam ein Steakmesser gerade. Und da war das Essen auch schon da. Ich hatte so ein Entrecot. Ja, hier sieht man ein Bild davon. Und Marie hatte irgendwie so ein Ravioli in Champignon-Soße mit irgendeiner Füllung. Meins war wirklich sehr lecker. Dazu hatten wir noch so zwei Salate. Die waren aber dabei. Die Soße war auch richtig lit. Ja, und ich habe halt immer versucht, möglichst gut zu filmen. Jetzt gibt es so einen Nachtisch, genau, da war ich auf dem Klo. Ich habe gerade fertig gegessen, jetzt habe ich noch eine Nachspeise bestellt. War auf jeden Fall echt lecker. Hier sind irgendwie viel zu viele Kellner, finde ich. Wir waren einfach eben die Einzigen. Ich komme da immer so unangenehm bei vor. Aber jetzt muss ich erstmal pissen. Ja, jetzt waren wir wieder zurück. Nachspeise gab es noch. Die war auch ganz cool. Und dann sind wir auch schon wieder rausgegangen. Mit ein bisschen weniger Geld fertig in der Tasche als vorher. Das Problem ist, ich wusste ja nicht, dass da Pilze drin sind. Ich musste mich dann plötzlich voll schnell entscheiden und dann waren da auch Pilze. Oh Mann. Ja, ich switche jetzt gleich wieder auf die andere Cam. Preislich, ich hätte eigentlich sogar gedacht, es wird teurer, aber es war trotzdem viel. Also sehr viel, sonst würde ich niemals so viel für Essen bezahlen. Erstmal ab ins warme Auto, ist irgendwie kalt geworden. So Leute, wir sind auf jeden Fall wieder zurück im Auto. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie lecker war es für dich? 3? Ja. Aber der Salat war gut und der Nachtisch war gut. Ich hoffe, ich komme aus dieser scheiß Parklücke raus. Erstens. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wir sind jetzt aus der Parklücke rausgekommen. Wir sind halt reingekommen und wir waren die einzigen da. Und da waren 5 Kellner. Da waren 5 Kellner. Und irgendwie haben wir auch gerade schon so drüber geredet. Ich sag mal so, natürlich sind solche Restaurants cool, aber ich fühle mich da halt total unwohl. Ich mich auch. Und ja, ist halt nicht so meine Welt. Ich glaube, dafür bin ich auch noch zu jung oder irgendwie. Was machst du denn da? Cool. Kamera halten ist schwer, ne? Auf jeden Fall kann ich euch gleich mal die Quittung zeigen. Wir haben jetzt für, ich habe halt was Normales gegessen, also so ein, was hast du gegessen? Ich habe mir Raviolis, also Mangold-Raviolis mit Pilzen drin. Und Parmesanschau bestellt. Und wir haben für alles insgesamt, wir hatten beide eine Cola und haben uns noch einen Nachtisch geholt, glaube ich jetzt 57 Euro bezahlt. Also ich habe, ja, 57 Euro habe ich bezahlt. Man muss aber auch dazu sagen, dass dein Essen die Hälfte des Geldes eingenommen hat, ne? Das Ding ist, das ist jetzt ein Betrag, der eigentlich gar nicht mal so krass hoch ist. Es gibt natürlich Restaurants, die noch teurer sind, wobei ich habe noch nie in meinem Leben bis jetzt in einem Restaurant mehr als 40 Euro oder so höchstens für 2 Personen bezahlt. Eigentlich allerhöchstens nur mal 30, ne? Weil wo zahlst du mehr als 15 Euro pro Person, finde ich. Und 57 war schon extrem teuer. Ach nee, stimmt, wo wir das erste Mal essen waren, da habe ich aber nicht 57 bezahlt, da habe ich allerhöchstens irgendwie 50 bezahlt. Also das war jetzt schon wirklich teuer. Wobei man halt auch dann dazu sagen muss, du hattest ja wirklich nicht mal ein richtiges Gericht. Ja. Ja. Also 57 Euro für 2 Personen, da muss man schon mal schlucken. Ne? Aber das Essen war wirklich richtig, richtig gut. Also ich musste nicht unbedingt nochmal dahin gehen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ne? Ja. Achso, hier noch die Rechnung. Wir haben hier 51,90 Euro für 2 Gerichte. Ja, und man gibt ja immer ungefähr 10% Trinkgeld. Was mir jetzt noch durch einiges Recherchieren aufgefallen ist, weil ich halt wirklich gedacht habe, okay, das war jetzt zwar ein teures Restaurant, keine Frage, und es gibt auch sicherlich in Köln noch Restaurants, die teurer sind. Leider war es jetzt halt so, dass wir das im Internet gefunden haben. Es war jetzt kein Sterne-Restaurant, wo man dann halt verschiedene Gänge hatte, die dann insgesamt über 100 Euro gekostet haben. Aber es war halt wirklich ja, eines der teureren Restaurants in Köln. Also ich bin noch am überlegen, ob ich einen Titel schreibe, das teuerste Restaurant in Köln oder eines der teuersten. Mal sehen, nehmt's mir nicht übel. Was mir jetzt so auffällt, wenn wir jetzt zu zweit in einem wirklich richtig guten Steakhouse gewesen wären, wären wir sogar drüber gewesen, weil ich habe schon mal alleine in einem Steakhouse 35 Euro bezahlt für einen Steak und ein Getränk. Da denkt sich auch so, was hält die komische da mit der Kamera auf den anderen Typen. Leute, also ihr könnt ja gerne noch weitere Essensaufgaben in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr auch mal beim günstigsten Restaurant. Genau, das könnten wir auch machen. Schreibt auf jeden Fall, das ist eine richtig gute Idee, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare das günstigste Restaurant in Köln, ob ihr da irgendwas wisst. Ich lese die Kommentare durch und dann wird das von uns mal unter die Lupe genommen. Ich hoffe, ich konnte das auch gut dokumentieren mit meiner Handykamera. Ich wollte so ein bisschen versteckt filmen halt.
Ich habe die ganze Zeit gar nicht gecheckt, wann Alex aufnimmt und wann nicht. Ja, also ganz viele private Gespräche am Start. Checkt Instagram und Snapchat ab, abonnieren nicht vergessen auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, weitere Essensaufgaben in die Kommentare. Haut rein, ciao. Ciao.